verpassen nichts. Und die, die halt regelmäßig gucken, da zocken wir es dann halt einmal unter der Woche mit durch. Klar, das können wir machen. Ist gar keine falsche Idee vorhin. Witcher, muss ich wirklich schauen. Ich mochte Witcher 1 und 2 nicht sonderlich. Ich habe es halt immer nur gesehen im Streams, bei Let's Plays. Und das hat mich nie so vom Hocker gehauen. Wenn jetzt halt Witcher 3 ein Open-World-Spiel wie Dragon Age wird, das Combat-System ein bisschen verbessert wird, weil ganz ehrlich, das sah halt in den ersten Teilen super, super rumpelig aus. Gucke ich mir so Witcher auch an. Da warte ich aber, bis es draußen ist. Also dann hole ich es mir, wie gesagt, erst am zweiten oder dritten Tag und nicht unbedingt First Day. Weil da möchte ich halt erstmal irgendwas einen Test sehen, es sei denn, die haben halt kein Embargo vorher oder so. Weil nicht, dass sie halt sagen, ja, das Spiel ist toll und dann hast du nachher irgendwie für mich ein Schrottspiel. Klar, Witcher-Fans werden es wahrscheinlich trotzdem lieben. Ja, wie gesagt, ich habe halt nur Let's Plays geguckt und ja, weiß ich nicht. Aber selbst auch die Emotionen von dem, die gespielt haben, sind nicht gut transportiert worden, dass er drüber kam, ja, ich habe Spaß, ich spiele Witcher und das ist halt geilste Spiel und ich liebe dieses Spiel. Das war dann eher so, das Combat-System ist hier ein bisschen hakelig und ach, da ist nicht so schön. Da habe ich mir auch gedacht, also wenn er schon beim Spielen so eine Stimmung hat, muss ich es nicht auch noch spielen. Und ihr merkt ja, dass ich halt sehr kritisch bin, wenn halt irgendwo mal ein Fehler auftritt oder so, spreche ich da ja auch offen drüber. Na, da hau ich ein Schild. Dann nehmen wir dich. Und dann bist du schon mal platt. Dann können wir uns zum Captain Ritter Solaire Mobbettmann hier kümmern. Ach, das ist gar nicht so leer. Der andere ist so leer. Alter! Dieser Splatter-Effekt, ey, zu edel. Hä, wer lebt denn da noch? Den habe ich doch gekillt. Ach so. Den habe ich nicht gekillt. Der Captain bumst mich, Mann. Naja, macht ihr den mal. Ich komme da eh nicht hoch. Na dann. Bloody. Ja, jeder spielt falsch, wenn er LOL nicht richtig spielt und jeder, der Witcher nicht mag, hat sich die Charaktere nicht genug angeguckt, um sie zu mögen. Es gibt halt Sachen, die man einfach nicht mag. Bloody ist heute auf Krawall gebürstet. Genau, Stichy, so ist es. Oder es gefällt einem einfach nicht. Ich meine, ja. Jeder, der die Bibel nicht gelesen hat, hat sie nicht verstanden und mag die Charaktere nicht. Erzähl das mal einem Moslem, der erzählt dir mal was anderes. Oh Mann, ey. Oh Mann. Wie komme ich da hoch? Hier rum? Ich will eigentlich dahin. Nee, objektiv, ganz ehrlich, Bloody, nicht böse gemeint, aber objektiv gibt es bei ich mag Spiele oder ich mag sie nicht. Das ist alles subjektiv. Und übrigens, zu dieser subjektiven Meinung gab es heute ein ziemlich geiles Posting und dafür muss ich sagen, Hut ab an Joystick. Ich weiß nicht, ob ihr die englischsprachige Seite kennt, joystick.com. Die haben heute bekannt gegeben, dass sie von nun an, ab jetzt und in Zukunft Reviews nicht mehr prozentual machen. Eben genau, weil ein Review nicht zu 100% objektiv sein kann. Es ist immer ein Stück weit subjektiv, weil die Meinung von demjenigen, der es spielt, mit einfließt. Und deswegen hat Joystick gesagt, wir hören auf mit diesem Metacritic-Wahn, wir machen keine prozentualen Bewertungen mehr. Wir schreiben einfach nur noch unsere Meinung dahin. Und
wie viel Prozent das ist, das müsst ihr euch selbst ausdenken. Wir bewerten das nicht mehr. Und das ist der Schritt in der richtigen Richtung. Weil es kann nicht sein, dass ein Spiel eine Prozentzahl gibt, gebt aber Leuten Spaß macht und weniger Prozente hat als ein gehyptes Spiel oder mit gekauften Prozenten, wo man dann halt sagt, ich finde es scheiße. Mir muss ein 90%-Spiel keinen Spaß machen. Ich kenne super viele Leute, die mögen The Last of Us nicht. Und das war für mich persönlich auch eines der geilsten Spiele der letzten PlayStation 3-Generation. Und dem Spiel hätte ich auch nahezu 95% gegeben, wenn ich hätte Zahlen geben müssen. Aber es gibt halt Leute, die mögen es nicht. Und für die ist das ein 0%-Spiel. Und deswegen, diese ganzen Bewertungswahnsinnsskalen sind doch alle für den Arsch. Wie komme ich denn da hin? Das mag ja sein, was Bloody ja mit diesem Schnittprinzip angibt, dass man fairerweise beurteilen muss, dass die schauspielerische Leistung in Ordnung war. Das habe ich sogar auch gesagt. Ja, steinigt mich. Ich habe True Detective geguckt, die Serie. Ich muss sagen, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ich fand die Serie auf Deutsch gesagt richtig scheiße. Ja, Matthew McConaughey, Hugh McConaughey, was weiß ich, ne, wie der Typ ausgesprochen wird, und Woody Harrelson haben eine gute Leistung gebracht. Aber die Story über diese 10 Folgen zu strecken, das war so arschlangweilig. Und deswegen fand ich die Serie auch nicht gut. Auch wenn die schauspielerische Leistung in Ordnung war, aber ich würde die niemandem empfehlen. Und ich würde es mir auch nicht nochmal angucken. Also es fällt halt deutlich leichter, eine gute Leistung zu beurteilen, wenn einem auch der Film gefällt, beziehungsweise das zu empfehlen. Und nur weil vielleicht die Leistung gut ist, gucke ich mir halt den Film nicht unbedingt an. Also das machen ganz, ganz wenige. Ja, ich erst einmal, Robson. Ich muss The Last of Us noch auf der PS4 einmal dann durchzocken mit dem DLC. Den habe ich nämlich auch noch nicht gespielt. Das können wir irgendwann auch im Stream halt nochmal machen. Ich habe es halt nur im Let's Play halt einmal gespielt. So, jetzt bin ich hier unten rumgegangen. Jetzt bin ich natürlich wieder an der falschen Stelle. Aber wir gucken einfach mal, ob wir da irgendwo hinkommen. Ja, natürlich. Genau, was Sonaro sagt. Genau, Sonaro, so soll es sein. Wenn ich ein Spiel gut finde, einen Trailer mag, eine Emotion transportiert wird, am besten noch, wenn ich halt diesen Trailer sehe oder ein Let's Play oder ein Stream, dann kaufe ich mir das Spiel. Und wenn die Kritiker sagen, das hat 50%, aber mir macht das Spiel Spaß. Ich habe 20, 40, 60, 80 Stunden eine gute Zeit mit dem Spiel. Dann kaufe ich mir halt lieber so ein Spiel als ein gehyptes 80% Spiel wie Assassin's Creed Unity, was noch am Anfang nicht mal funktioniert, weil es kaputt ist. Aber es ist halt leider so, dass halt leider viele Leute sich durch diese Zahlen halt beeinflussen lassen. Und dementsprechend ist ja heute leider die Geschichte so, wenn ein Spiel unter 80% hat, ist es ein potenzieller Flop. Und die PR-Leute werden halt dazu angehalten, dafür Sorge zu tragen, dass es halt eben gute Reviews kriegt, also gute Prozentzahlen, damit es mit 80 und mehr sich gut verkauft. Weil die Leute halt gucken, ich habe halt, weiß ich nicht, 60 Euro für ein Spiel alle 3 Monate. Was kaufe ich? Ja, da kaufe ich das, was mit den meisten Prozentzahlen oben steht und nicht das, was irgendwo mit 50% irgendwo im Mittelfeld rumkrebelt. So ist es halt. Also ich muss wirklich hier wieder zurück irgendwie. Den ganzen Weg, ja? Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sehe ich richtig, ne? Hier gibt es keinen Weg sonst hoch. Ja, auch Stichi macht es richtig. Also, ich habe halt von Berufswegen halt sehr viele Klamotten in meinem Facebook und Twitter, was ich follow. Und da kriege ich halt sehr viel über meinen Newsfeed. Und das ist auch das, wie ich Twitter und Facebook halt am meisten benutze, halt für News. Nicht für privat hier, Slashes hier am, was weiß ich, Picknick machen oder so, sondern wirklich eher für News. So nutze ich halt Social Networks. Da kriege ich halt dann die News rein und da lese ich halt sehr viele englischsprachige Berichte. Dann gucke ich halt meistens nochmal einmal auf Metacritic, wie so im Schnitt die Bekannteren abgeschnitten haben.
Aber meistens verfolge ich Spiele, die mich interessieren, halt schon lange bevor sie überhaupt rauskommen. Also wie jetzt zum Beispiel namentlich Salt and Sanctuary. Das habe ich über den PlayStation-Blog halt als Erstankündigung gesehen, als es angekündigt wurde für die PS4, und seitdem verfolge ich halt die Entwicklung. Klar, wenn jetzt irgendwann mal ein Spiel rauskommt, gucke ich auch an, wie es abgeschnitten hat, aber nichtsdestotrotz, egal wie es abschneidet, werde ich mir dieses Spiel halt für die PS4 halt holen. Das heißt, es gibt auch Spiele, wo ich halt überrascht bin, dass sie halt rauskommen, weil ich die Entwicklung nicht verfolgt habe. Aber dafür gibt es halt bei vielen kleineren Klamotten auch schon mittlerweile Early Access. Dann guckst du halt bei Steam mal durch, was ist neu im Early Access. Dann siehst du halt zum Beispiel, hey, da ist Spiel XY. Das sieht ganz interessant aus. Und ich wubbel hier gerade dumm durch die Gegend, weil ich da schon wieder nicht hochkomme. Mann, oh Meter. Nicht direkt bezahlen. Also es ist jetzt halt nicht so, dass es Bestechungsgelder sind. Es geht dann eher in die Richtung, wenn es Vorabversionen sind. Wir erwarten mindestens ein Rating von XY, ansonsten darf das Ding halt nicht gepublished werden. Ja, und wenn er das dann halt eben zur Vorlage zeigt und das halt nicht dementsprechend so klingt, wie die es haben wollen, haben sie immer noch das Recht zu sagen, nö, dann darfst du von der Vorabversion keine Vorschau machen. Ist ja halt quasi Goodwill vom Publisher, dass er dir halt ein Vorab-Exemplar zuschickt. Ja, und wir haben uns hier verlaufen. Also nochmal den ganzen Weg, ich glaube, das geht schneller. Ja, natürlich, du arbeitest, was halt Thorsten halt schreibt, oder Thorsdon, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, Thorsdon, natürlich arbeitest du als Redakteur immer unter Zeitdruck, du hast halt Deadlines und ein Artikel muss irgendwann fertig sein, der geht dann halt in die Druckerei, dann muss das Ding gedruckt werden, dann wird es ausgeliefert und irgendwann ist einfach Deadline, und wenn du halt nicht genug Zeit hast, dich mit einem Spiel zu beschäftigen, schleichen sich irgendwann Fehler ein. Ich meine, du siehst ja, wie lange wir jetzt hier schon in Dragon Age reingesteckt haben. Knapp 80 Stunden. So, und wenn der Typ halt 10 Stunden Alien Isolation spielt und meint, ja, das ist alles hier Käse, was das Alien macht, das ist nicht nachvollziehbar, und in den 10 Stunden halt das Muster nicht erkannt hat, wie er das Spiel spielen soll. Wie gesagt, wir haben ja die Fokusfähigkeiten, dass wir die verschieden nutzen können. Pipapo auch erst jetzt vor 2-3 Stunden rausgefunden. Dann schreibt er halt einfach, ja, das ist Kacke. Hat es aber vielleicht im besten Wissen und Gewissen geschrieben, hatte nur einfach nicht mehr Zeit, halt sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und dann kommen halt dumme Klamotten dabei raus und irgendwann die Korrektur, wenn halt andere Seiten sich mehr damit beschäftigt haben, nach dem Motto, ja, tut mir leid, wir haben das falsch eingeschätzt und bewertet. Wobei immerhin Respekt, dass sie es dann zugegeben haben. Moment, jetzt kann ich das auch eben austrinken. Und Herr Angebufft. Ja, guten Tag. Da fällt mir mein Posting mit Angebufft ein. Mit meinen Diablo-Fähigkeiten. So. Ja, Alien Isolation habe ich ja auch noch hier, habe ich auch noch nicht gespielt. Alles nur installiert, gepatcht und noch nicht gespielt. Also wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz viele Spiele, die ich alle noch spielen will. Aber Stream, wie man so schön sagt, ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon. So, hier waren wir gerade. Dann sind wir irgendwie wieder runtergesprungen, was vielleicht nicht ganz so clever war, aber egal. Hallo du. So, was haben wir denn hier oben? Stichi, ich habe Final Fantasy auch nie gezockt. Mein Schwager hat das immer ganz gut gefunden und ich... Na toll, das war dumm, weil wir hier ein Lager aufschlagen können. Depesche der Roten Templer. Ja, super. Das hätte ich vorher wissen müssen.
Naja, egal. Hinterher ist man immer schlauer. Einfach alle wegsplattern. Wunderbar. Nee, weiß ich nicht. Ich habe auch JRPGs erst recht spät für mich entdeckt, wie es der gute Kalex sagen würde. Ni no Kuni war da so halt auch der Wegbereiter, dass ich gesagt habe, das war auch ein Spiel, was mir extrem viel Spaß gemacht hat. Und solche Spiele würde ich halt gerne häufiger spielen wollen. Problem ist halt einfach, im Moment kommt da anscheinend nicht so viel. Wie gesagt, Persona geht ja so in die Richtung, aber ich glaube, das neue Persona 5 kommt ja auch erst raus. Wenn es denn dann rauskommt, für die PS4 vielleicht sogar, würde ich mir wahrscheinlich auch Persona 5 halt mal anschauen. Wie gesagt, im Moment kommt ja da immer nur irgendwas Persona, hast du nicht gesehen, Persona 4 XY raus. Warum ist hier ein Symbol mit irgendwas zu? Das schenke ich nicht so ganz. Okay. Wo denn? War ich nicht jetzt hier? Ne, ich war auf dem Turm links daneben, ne? Aber das ist unter uns. Ach, da oben in der Höhle. Ja, über uns ist nichts. Es muss unter uns sein. Moment, da muss eine Höhle sein, wa? Ne, es ist keine Höhle. Hä? Wo? Wo soll denn das sein? Ne, keine Ahnung. Erstmal nehmen wir hier noch diese komischen Reben mit. Ich spende dir 70 Euro für Final Fantasy. Was ist das? 15? Ich habe keine Ahnung, wann kommt das? PS4? Kann das was? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe keinen Final Fantasy Teil gespielt, was ich halt super komisch finde als Nicht-Final Fantasy Experte. Ich blick da überhaupt nicht durch. Final Fantasy 14, 1, 2, 3, keine Ahnung. Da kommt jedes Gefühl, jede Woche ein neuer Final Fantasy 14 Teil raus oder 12 oder was weiß ich. Ich check's ehrlich gesagt nicht, warum die das halt so komisch nummerieren. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das halt spielen würde. Muss ich halt mal reinschauen. Wenn das halt eben so ein Ni no Kuni-Prinzip ist, ja, wenn nein, dann... Aua, nein. Ach ja, komm, jetzt machen wir diesen Riss hier erstmal. Dann ist der weg, kommt nicht wieder. Da hinten ist irgendwie, aua, so ein Summoner-Heini. Ja, ich würde gern auf den Summoner. Den da hinten. Ja, ich da. Komm schon, ich komm schon wieder nicht dran. Ja, ich komme nicht dran, um meine Skills einzusetzen. So, dankeschön. Jetzt kann ich hier mal auch dran wummeln. Moment, eben Riss zumachen, dann gucke ich wieder auf den Chat. Und dann kann ich mir auch Gedanken machen, wie wir da hinkommen, wo wir nicht hinkommen. Au. Ja, du bist tot. Wer lebt denn hier überhaupt noch? Ah, du da hinten. So, Riss. 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 Puppis. Weil ein Teil immer im MMO sein muss und ein Teil Story. Achso, ja dann. Ja, ich hab davon keine Ahnung. Aua, hier ist noch irgendwo ein Sam, ne? Da? Wo? Irgendwo da hinten, da. Jetzt macht das Moped doch hier mal zu, Mann. Zumachen. Jetzt hier.
Fingere, dingere, dingere, dong. Geht nicht. Dann kommt der nächste Sam, ne? Ja, natürlich hier vom Bobettmann. Dronk! Alter, wie viel diese Moped-Viecher aushalten. Und die casten alle auf mich. Ja, absolut indiskutabel hier. Oh, kann ich die vieren? Wo ist er denn hin? Ach da, nee. Hä? Wohin? Weg. Mein Gott, ey, da zieht sich hier aber gerade, weil die sich einfach irgendwie nach Timbuktuhausen bewegen. So, jetzt vieren wir den. Naja, wunderbar. Endlich mal ein... Ach, da hinten ist auch noch einer. Oh, der ist aber jetzt auch weg. Wie weit wir jetzt zurückgedrängt wurden. Unglaublich. Momoxia. Nein, natürlich nicht. Leg dich hin. Lass dich berieseln und schlaf ein. Kann ich verstehen. Wie gesagt, wenn du halt arbeiten warst und müde bist, kein Ding. Dafür ist der Stream ja auch da. Wenn er damit halt gut einpennen könnt, dann nutzt es halt so. Für alle, die halt normale Arbeitszeiten haben, gibt es ja halt sonntags halt den 18 Uhr halt Stream. Und unter der Woche, das ist halt meine normale Spielzeit. Also würde ich jetzt nicht streamen, würde ich jetzt halt normal um die Uhrzeit spielen. Wie gesagt, deswegen will euch da auch nicht zu Nachtmenschen bekehren. Also völlig in Ordnung, Momox, ja. So. Ja, wie gesagt, Final Fantasy, ja, muss ich schauen, ob ich damit halt warm werde. Ist halt, wäre ein neues Versuchsprojekt. So, und jetzt nochmal. Hier ist irgendwas, was aber gefühlt unter mir sein muss, weil über mir kann es nicht sein. Jetzt ist die Frage... Ja, keine Ahnung. Wie kommen wir da hin? Das weiß ich nicht. Gehen wir erstmal weiter und gucken nachher nochmal. Wahrscheinlich von unten irgendwo, aber die Frage ist, wo ist hier unten irgendwo? Das ist alles hier ein bisschen verwirrend. Wie geil der Zwerg mit dem Käse ausschaut. Ja, das ist mein Käseschild. Das ist richtig gut. Hat Live-Rack. Von daher trägt mein Tank ein Käseschild. Warum auch nicht? Das Gebiet ist verwirrend. Muss ich ja jetzt mal so sagen. Nämlich hier bin ich schon wieder falsch. Oder doch nicht? Ja, und nee, Blackwall ist eigentlich kein Zwerg. Er wirkt vielleicht wie ein Zwerg. Der ist recht klein, aber ist eigentlich kein Zwerg. Stimmt schon. So, Naru geht auch pennen. Dann komm du auch gut ins Bett. Nee, wir gehen schon wieder falsch. Alter, jetzt gehe ich einfach den Weg entlang. Irgendwo muss uns dieser Weg doch hier auch hinführen. Kann doch nicht sein. Gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Reicht's, lässt sorgt Navi. Ja, das wäre wunderbar. Aber wir haben immer den Knochenturm hier entdeckt. Das ist halt für mich auch so mitunter das Schlimmste, was es gibt. Durch verschiedene Höhenebenen baulich getrennte Klamotten. Ich check nie, wo ich da lang muss. Aber hier sieht es jetzt schon mal so aus, als ob hier ein Weg ist. Hier geht es nämlich irgendwie hoch. Und ich höre irgendwas röhren.
Was ist das? Das ist wieder so ein komisches Moped-Vieh. Hallo Moped-Vieh. Nein! Es haut mich! So, aber jetzt habe ich wieder mein eigenes Moped-Vieh hier. Na ja, wunderbar. So, was habe ich hier? Jetzt sag nicht, ich kann das schon wieder nicht benutzen, weil ich so ein Moped-Vieh habe. Ja, anscheinend nicht. Ach komm, Freunde, das ist doch aber nicht lustig. Weil ich in Combat bin wegen dem hier, wa? Das haben sie dumm gemacht. Das haben sie echt dumm gemacht.